Kontext 21. Erklärt Österreich, zweiter Teil, vom Postfaschismus zu Jörg Haider. Eine Sendung von Robert Zöchling. Vom 13. bis 21. Juni 2000 hielten Stefan Griegert und Florian Markel Vorträge in Berlin, Bochum, Wuppertal, Heidelberg, Siegen und Stuttgart, um die gegenwärtige politische Situation in Österreich und die Gesellschaft, die sie ermöglicht, zu erklären. In diesem zweiten Teil der Sendung hören Sie weitere Ausführungen zur Krise des Austro-Keynesianismus, zur sogenannten neoliberalen Transformation der 90er Jahre, zur aktuellen Möglichkeit eines demokratischen Faschismus, sowie kritische Anmerkungen zur Protestbewegung gegen die dieser Möglichkeit bereits erkennbar nahekommende derzeitige Regierung. Im ersten Teil dieser Sendung befassten sich Florian Markel und Stefan Griegert mit Austrofaschismus und Nationalsozialismus und der Aufhebung deren volksgemeinschaftlicher Aspekte im sozialpartnerschaftlichen und austro-keynesianistischen postfaschistischen Staat. Dessen krisenhafte Entwicklung und sogenannte neoliberale Transformation spätestens seit Beginn der 90er Jahre begünstigte den Aufstieg der FPÖ und der Haider. Im prosperierenden Fordismus, da war das so, dass Volk und damals SPÖ-dominierter Staat vereint waren, nämlich vereint als sowas wie eine erfolgreiche Wertproduktionsgemeinschaft. Jetzt scheint es dann aber so, für diese Wert- und staatsfetischistischen Subjekte, als wenn nur die Sozialdemokratie, vor allem in den 90er Jahren dann, sozusagen aus purer Gemeinheit oder auch in vorauseilendem Gehorsam gegenüber so nicht dingfest zu machender internationaler Machtzentren, nun ihre kooperatistisch-sozialpartnerschaftlichen Versprechungen aufgeben, und zwar zugunsten eines Setzens auf den Neoliberalismus. Bekanntlich ist es so, dass die Subjekte ihre eigene Vergesellschaftung, nämlich vermittels der Verwertung des Werts, wie das nun mal in bürgerlichen Gesellschaften stattfindet, nicht begreifen können. Und da sie das nicht können, müssen sie sich offensichtlich permanent so etwas wie dunkle Mächte halluzinieren, die an alles und jedem nun auch schuld sein sollen. Und genau das öffnet offensichtlich dieser schizophrenen Propaganda der von den Freiheitlichen Tür und Tor. Schizophren ist diese Propaganda insofern, weil der Haider sich ja einerseits als konsequenter Kritiker vom Kammernstaat, vom roten Filz, von Packelei und leistungsfeindlichen Sozialleistungen und solchen Sachen aufspielt, also kurz als Kritiker der Sozialpartnerschaft und aller ihrer Folgen, die dann immer als so etwas irrsinnig Negatives dastehen, ja, so weil dann immer irgendwie alles abgesprochen gemauschelt wird. In Wirklichkeit hat es aber eine relativ komfortable Ausstattung der Bevölkerung mit Sozialleistungen und so zustande gebracht. Also einerseits tritt er als Kritiker dieser Sozialpartnerschaft auf, andererseits geriert er sich aber ja auch ziemlich erfolgreich als Anwalt, der angeblich von der Sozialdemokratie, so im Einklang mit der internationalen Finanzmafia, bedrohenden Arbeitskraftbehälter, also den sogenannten kleinen Leuten auf der Straße. In Haider erwächst so also sozusagen aus der postfaschistischen Normalität sowas wie ein modernisierter und demokratisierter Führertyp, der allerdings vermutlich tatsächlich nicht genau weiß, was er in manchen Dingen will, wie er nämlich zum Beispiel konsequente Deregulierung und Liberalisierung der Gesellschaft einerseits und Schutz zumindest der eingeborenen Deklassierten oder eben von Deklassierung Betroffenen, also wie er das unter einen Hut bringen möchte. Das scheint ja schon so, als wenn die ökonomische Unterfütterung so einer Volksgemeinschaft, nämlich mittels sprunghaft gesteigerter Staatsnachfrage, wie das im Nationalsozialismus vorexerziert worden ist, als wenn das nicht mehr möglich ist. Und angesagt ist ja offensichtlich auch ganz was anderes als so eine groß angelegte gesteigerte Staatsnachfrage. Angesagt ist ja vielmehr die sogenannte Verschlankung des Staates, die ja auch lange schon, bevor die FPÖ nun in die Regierung mitgekommen ist, von den anderen Parteien nicht nur in Österreich, sondern eigentlich europaweit betrieben worden ist. Man kann also sagen, auch in dem Bereich sind diese faschistischen Demokraten oder demokratischen Faschisten von der FPÖ nur die Vollender
der postfaschistischen normalen Entwicklung in Österreich, also Radikaldemokraten sozusagen. Diese traditionellen sozialpartnerschaftlichen Strukturen, die wollen die Freiheitlichen aber jedenfalls ersetzen oder zerstören und durch sowas wie eine Gemeinschaft der Tüchtigen ersetzen, die man eigentlich ziemlich unschwer als so eine Urform eines Rassismus der Produktiven dechiffrieren könnte. Dieser postfaschistische Korporatismus, der schützt ihnen natürlich viel zu sehr die vermeintlichen oder auch tatsächlich Unproduktiven. Das heißt nun aber nicht, dass die FPÖ nun einfach nur so die Speerspitze der Liberalisierung und Deregulierung wäre, als die sie so von traditionsmarxistischen Gruppen natürlich permanent geoutet werden. Dann ist es schon so, dass ja nicht unbeträchtliche Teile bei den Freiheitlichen, vor allem so auf mittlerer Funktionärsebene zum Beispiel, ganz vehement die Einführung von Schutzzöllen und so anderen, ja überhaupt nicht liberalen Beschränkungen vom Personen- und Dienstleistungsverkehr, Personen- und Warenverkehr und sowas einfordern. Es scheint also so zu sein, als wenn die FPÖ hier einen Widerspruch vereint, der gerade aus der Krise des Austrokensianismus entstanden ist. Dieser korporatistische Staat des Austrokensianismus, der galt den Bürgern und Bürgerinnen ja als sowas wie der Sachwalter und der Anwalt der ehrlichen Arbeit einerseits und des dem Allgemeinwohl verpflichteten Kapitals andererseits. Wohingegen das heute sich ja durchaus ändert und dieser Staat heute den meisten Bürgern und Bürgerinnen ja eher als sowas wie der Räuber an der ehrlichen Arbeit gilt und zugleich eben auch als zunehmend als Vertreter des asozialen und vagabundierenden Finanzkapitals. Man kann also sagen, es gibt so eine Gemeinschaft von Leuten, die sich eigentlich permanent betrogen fühlen, also vor allem eine Gemeinschaft von Leuten, die sich permanent betrogen fühlen angesichts der Transformation, die seit Beginn der 90er Jahre stattgefunden hat. Und diese Gemeinschaft spaltet sich nun zum Teil parteipolitisch auf, verteilt sich also sozusagen auf die unterschiedlichen Parteien. In Haider und der FPÖ, da scheint sie allerdings wieder vereint zu sein, diese Gemeinschaft. Diese ja doch sehr unterschiedlichen Klientels finden sich offensichtlich alle im Haider wieder, der seine durchaus beachtliche und immer auch wieder in Kleidungsfragen demonstrierte Wandlungsfähigkeit also eine ziemliche Wandlungsfähigkeit ausstrahlt und damit sowohl sowas wie eine unerträgliche gemeinschaftliche Wärme als auch sowas wie bedrohliche Herzlichkeit für sorgengeplagte Menschen ausstrahlen kann, gleichzeitig aber auch zur Leitfigur von diesen neureichen, kaltschnäuzigen und erfolgsorientierten Hedonisten werden konnte. Man könnte also sagen, da erwächst sowas wie ein ja, hedonistisch-ästhetischer und modernistisch-anachronistischer Führertyp. Und als solcher könnte so jemand durchaus auch einen Modellcharakter haben, und zwar nicht nur wie Parteien wie die FPÖ, sondern durchaus auch für sozialdemokratische oder grüne Krisenverwalter und Manager, die ja teilweise vor ähnlichen zu lösenden Problemen stehen wie die FPÖ. Thank you.
spätestens seit die FPÖ infolge des Ergebnisses demokratischer Wahlen an die Regierung gekommen ist und sich auch sonst gut und gerne auf den Willen des Stimmvolks stützt, ist der bloße Vorwurf, eine un- oder antidemokratische Partei zu sein, zumindest problematisch geworden. Alles in allem scheint es so, als wenn man sich da offensichtlich entscheiden soll, also wenn man sagen soll, der Haider ist entweder ein Demokrat oder er ist ein Faschist. Und natürlich ist es dabei so, dass seine Anhänger halt permanent beteuern, er sei ein Demokrat und seine Gegner immer wieder darauf insistieren, dass er ein Faschist sei. Was bei seinen Gegnern und Gegnerinnen natürlich auch was damit zu tun hat, dass wenn die irgendwas Demokratisches an ihnen entdecken würden, dass ihnen wahrscheinlich keine besonderen Kritikpunkte mehr einfallen würden, weil die Demokratie den meisten Kritikern und Kritikern vom Haider als was irrsinnig Tolles gilt. Wie gesagt, es scheint aber so zu sein, man soll sich da irgendwie entscheiden, ob er nun Demokrat und Faschist ist. Und es scheint so zu sein, dass irgendwie niemand auf die Idee kommt, dass der Jörg Haider vielleicht beides sein könnte, nämlich Faschist und Demokrat zugleich. Und dass gerade darin sowohl das tendenziell Neue als auch das besonders Gefährliche am Jörg Haider und auch an der FPÖ besteht. Wir denken, dass die modernisierte Organisierung einer Gesellschaft in der Tradition des Faschismus heute ja nicht zwangsläufig der Abschaffung der Demokratie bedarf. Demokratie und Faschismus sind ganz offensichtlich vor allem in postnationalsozialistischen Gesellschaften wie Deutschland und Österreich kein sich zwangsläufig ausschließendes Gegensatzpaar. Der Jörg Haider, der macht eigentlich auch ganz andere Sachen. Der weckt und organisiert und beschleunigt eigentlich vielmehr die Selbsttätigkeit, die Rassismus und Volksgemeinschaft heute offensichtlich erfordern. Im Unterschied beispielsweise zur alten nationalsozialistischen Rhetorik, so mit diesem endlosen Redeschwall und dem beschwörenden Tonfall, genügen dem Haider eigentlich immer so etwas wie ein paar spitze Bemerkungen und eindeutige Anspielungen, um bei den Angesprochenen die rassistische, antisemitische und nationalistische Eigenaktivität in Gang zu setzen. Man könnte also sagen, dass die Österreicher und Österreicherinnen motiviert werden, diesen Fetisch von Kapital und Nation eigenständig weiterzudenken, also von sich aus eigenverantwortlich und selbstbestimmt den Faschismus in die Demokratie einzusenken. Man könnte dann also in dem Zusammenhang von sowas wie einem demokratischen Faschismus sprechen. Von so einer Option haben andere Leute wie der Michael Scharrang zum Beispiel schon mal in den 80er Jahren angesichts der österreichischen Gesellschaft geredet, damals noch relativ unbeeindruckt von der FPÖ. So eine Option des demokratischen Faschismus, die bricht dann auch mit dieser historischen Form des faschistischen Verhältnisses von Bürgern bzw. Volksgenossen und Staat. Während dieser traditionelle faschistische Staat ja als absoluter Souverän auftritt, der seine Macht vor allem aus dem Bündnis mit seinen Bürgern in Abgrenzung gegen äußere und innere Feinde schöpft, so erscheint im demokratischen Faschismus ja zusehends der starke Staat selber als Feind. Das ist nun aber auch nicht einfach eine Parallele zum Liberalismus, also auch in liberalistischen Ideologien wird ja so ein starker Staat, der besonders regelnd und so eingreift in die Wirtschaft, als Gegner und als was Schlechtes angesehen. Das ist aber nicht einfach eine Parallele dazu, denn das Individuum wird in diesem demokratischen Faschismus ja nicht einfach als freier und gleicher Bürger, also als Bourgeois, der halt seinen Geschäften nachgeht, betrachtet, sondern eher als sowas wie ein Mini-Staat, der stets selber weiß, was richtig ist und der deswegen auch durchaus diesem Gesamtstaat reinreden darf, wenn der es wagen sollte, gegen das gesunde Volksempfinden zu regieren und zu agieren. Man kann also sagen, dass der Faschismus ja durchaus auch als eine populistische Bewegung auftreten kann, die antietatistisch ist oder zumindest im antietatistischen Gewand auftritt, die das aber nicht macht, um Herrschaft prinzipiell selber in Frage zu stellen, sondern eigentlich eher die institutionelle Mäßigung von Herrschaft abzuschütteln, wie wir sie von repräsentativen Demokratien kennen. Und der Führer von so einer populistischen Bewegung, das wäre nun eben der Haider, also ein Führer dieser individuellen Ministaaten und die Verbindung von diesen Ministaaten zum weiterhin zu verschlankenden Gesamtstaat. Es ist auf der anderen Seite allerdings wieder auch so, dass der Haider immer wieder Sachen macht, wo wir uns dann denken, dass man eigentlich das demokratisch vor dem Begriff faschistisch weglassen kann. Zum Beispiel will der Haider natürlich keineswegs darauf verzichten, diese autoritären Instrumentarien, die natürlich auch die österreichische Demokratie bereithält, gegen politische Gegner und Gegnerinnen zu verwenden oder gegebenenfalls eben den weiteren Ausbau von solchen autoritären Instrumentarien zu fordern. So hat also der Haider kürzlich im Hinblick auf so Auslandsreisen des neuen SPÖ-Vorsitzenden Gunzenbauer gemeint, dass Politiker, die, wie er es eben genannt hat, Österreich öffentlich in Verruf bringen würden,
dass die mit dem Verlust ihrer Mandate oder mit Gefängnis, selbst mit Gefängnisstrafen bestraft werden sollten. Es kann ja eben nicht sein, dass Gusenbauer zum Beispiel in den Worten Haiders mit Feinden Österreichs, also in dem Fall war gemeint der belgische Außenminister, mit Feinden Österreichs zusammensitzt und Sekt trinkt. Bei dieser Pressekonferenz, wo der Haider diesen Vorschlag gemacht hat, war also eben auch der neue Justizminister da. Der hat diese Idee Haiders über die Kriminalisierung von Oppositionspolitikerinnen gleich einen verfolgungswerten Vorschlag genannt. Und auch der jetzige Clubobmann, also Fraktionsvorsitzende, wäre das hier, der FPÖ Westenthaler, hat also diesem Vorschlag einiges abgewinnen können und hat im Interview einfach gesagt, man muss sich schon mal darüber klar werden, dass die diversesten Ausfälle von Gusenbauer und Co. gegen unsere Republik ungeahndet bleiben. Man muss sich die Frage stellen, ob sich ein Politiker nicht strafbar macht, wenn er gegen Österreich auftritt. Es gibt ja schon den Tatbestand des Hochverrats. Man kann also sagen, dass der Haider sowas wie der Protagonist einer ganz spezifischen Form von postfaschistischer Demokratie ist, nämlich der Protagonist der demokratischen Volksgemeinschaft. Ein zentrales Moment dieser demokratischen Volksgemeinschaft ist die Verinnerlichung und Subjektivierung von Zwang und Herrschaft, von Ausgrenzungswille und Ausgrenzungserduldung. Wenn diese Verinnerlichung von diesen Sachen, die wir natürlich auch aus normalen bürgerlichen Demokratien und so kennen, aber in dieser Form, also in dieser zugespitzten Form, doch ja nochmal eine neue Qualität darstellt, wenn diese Verinnerlichung nahezu vollständig vollzogen ist, so ist die adäquate Herrschaftsform des Faschismus die direkte Demokratie. Und es ist auch kein Zufall, dass es heute eben nicht mehr die Grünen oder ihnen nahestehende Gruppierungen, Bürgerinitiativen oder so sind, die sowas wie Plebiszite, Volksentscheide und Volksabstimmungen fordern, sondern dass das sehr wohl der Jörg Haider ist und die FPÖ, die das ganz vehement einfordern und auch als die Verwirklichung der wirklichen, der wahren Demokratie gegen die sogenannte Zwangsdemokratie, als die sie das bisherige System, das Parteiensystem bezeichnen, verstehen. Man könnte also sagen, dass mit Haider diese Demokratie endgültig zu sich selbst kommt und zugleich ihren historischen Widerpart, nämlich den Faschismus, versucht zu integrieren. Teile der Protestbewegung gegen die blau-schwarze Regierung haben, so sie ihn je hatten, jeden Sinn dafür verloren, womit und wogegen sie antreten. Was ist also diesen Vertretern und Vertreterinnen des sogenannten besseren und anderen Österreichs als allererstes eingefallen zum Ausspiel der FPÖ? Die haben natürlich mit ganz überschwänglichem Patriotismus gegen Nationalismus demonstriert und haben das Motto »Wir sind Österreich« ausgegeben. Und dabei ist ihm wahrscheinlich diese Widersinnigkeit von so einem Unterfangen im Namen der Nation, also im Namen Österreichs gegen Nationalismus zu protestieren, überhaupt nicht mehr in den Sinn gekommen. Ein anderes Problem ist natürlich, dass die auch immer nur das ewig gestrige Unaufgeklärte in der FPÖ sehen, aber eben gar nicht mehr sozusagen das ewig morgige von diesen Leuten,
sozusagen das Moderne eben demokratisch-faschistische und deswegen, wie gesagt, wohl auch für andere Krisenverwalter und Verwalterinnen von anderen Parteien durchaus auch vorbildhafte. Bei den meisten Kritikern und Kritikerinnen von der FPÖ ist es eben schon so, dass sie sich darauf berufen, im Namen Österreichs zu sprechen, Schaden von der Nation abzuwenden, die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, die Demokratie zu retten und die Regierbarkeit des Landes aufrechtzuerhalten. Also das sind so die Sorgen, die die meisten Menschen da umtreiben. Wobei man da vielleicht sagen kann, dass mit der Spaltung der Gesellschaft zu verhindern so ziemlich das Wichtigste ist, weil das ist in Österreich so ziemlich der schlimmste Vorwurf, den man jemandem machen kann, dass er die Gesellschaft spaltet. Also nicht nur die FPÖ und die ÖVP, sondern eben auch die meisten Kritikerinnen von denen sorgen sich um das Ansehen der Nation und verfallen dabei zusehends auch in sowas wie einem kollektiven Abwehrreflex, den man vor allem natürlich aus den Diskussionen über den Waldheim schon ganz gut kennt. Das zeigt sich natürlich besonders deutlich bei den Reaktionen auf die ausländische Berichterstattung und die ausländischen Reaktionen, also diese ganzen sogenannten EU-Sanktionen gegen Österreich. Da werden dann von den Protestierenden eben nicht die Wählerinnen und Unterstützerinnen der Freiheitlichen zur Rechenschaft gezogen, sondern es werden sogenannte internationale Kreise für die Schädigung der Nation verantwortlich gemacht. Dabei erlebt dann auf Seiten der FPÖ, also in der FPÖ-Propaganda und auch in der ÖVP-Propaganda, also in der Regierungspropaganda, diese Vorstellung der so jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, wie man sie aus der Nazizeit kennt, erlebt da wieder so ein Revival. Weil es wird ja immer kolportiert in Bezug auf diese Sanktionen, dass die angeblich von der sozialistischen Internationale forciert worden seien. Und zwar auch nicht irgendwo, sondern auf der Holocaust-Konferenz in Stockholm. Also es wird behauptet, dass sich auf dieser Holocaust-Konferenz in Stockholm die Sozialistische Internationale mit ein paar zu frech gewordenen Juden hingesetzt hätte, um irgendwelche Sanktionen gegen Österreich zu beschließen oder auszubaldobern. Aber vielleicht zurück zu diesen protestierenden Leuten jetzt, also die sich gegen diese Regierung richten. Die machen natürlich anstatt die Homogenisierung zum Beispiel der Individuen zum Volk zu kritisieren, was ganz anderes, und skandieren stattdessen auf zahlreichen Demonstrationen genau jenen Slogan, mit dem zuletzt die deutsche Wiedervereinigung herbeigeschrien wurde. Wir sind das Volk. Das ist so einer der beliebtesten Slogans, den sie da auf den Demos haben. Wir denken jetzt, dass man einerseits natürlich diese konkreten Bedrohungen, die aus so einer Koalition von SS-Lobrednern wie dem Haider und Dollfuss-Verehrern, wie diesen ÖVP-Lern, die natürlich daraus resultieren, also die konkreten Bedrohungen für viele Menschen, die es natürlich im Augenblick gibt, auch wenn man die nicht unterschätzen sollte und die natürlich immer wieder betonen muss und im Auge haben sollte, dass es aber trotzdem natürlich so ist, dass sich der Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus oder auch alle möglichen anderen Übel dieser Welt nur nicht auf den Kampf gegen die FPÖ beschränken darf, sondern natürlich weiterhin das gesellschaftliche Fundament, vor allem eben diese unerträgliche Normalität der österreichischen Gesellschaft, in Frage stellen muss. Zugespitzt könnte man wohl sagen, wer den Kampf gegen Haider nun gerade im Namen der Demokratie, des Staates oder gerade der Nation oder des Volkes führt, dass der eigentlich sowieso schon mit ihm ist. Das heißt aber trotzdem nicht, und das wollen wir jetzt abschließend dann doch nochmal betonen, dass die FPÖ nun irgendeine demokratische Partei wie alle anderen auch wäre und also genauso gefährlich oder genauso wenig gefährlich wie alle anderen irgendwie demokratischen Parteien, die es da so gibt. Das ist sie natürlich nicht. Und sie ist auch nicht einfach das Gleiche wie jetzt irgendwelche anderen rassistischen, nationalistischen Regierungen oder auch also gerade so sozialdemokratische Regierungen oder die ja sehr wohl auch rassistische und nationalistische rot-grüne Regierung zum Beispiel in Deutschland.
Es ist zwar durchaus richtig, immer darauf hinzuweisen, dass der Rassismus und Nationalismus von dem Haider sich kaum von diesem westeuropäischen demokratischen Normalstaatsrassismus und Normalstaatsnationalismus unterscheidet. Es gibt aber eben doch Unterschiede und wir glauben, dass es da immer wieder wichtig ist, auch innerhalb der Linken darauf hinzuweisen, dass der Haider eben ein Politiker in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft ist und deswegen auch in der, gerade in so einer, nur dieser mit sämtlichen Motiven des sekundären Antisemitismus arbeitende Antisemitismus vom Haider so funktionieren kann, wie er das eben tatsächlich tut in Österreich. Man kann vielleicht diesen eben doch nicht bloß eine demokratische Partei wie alle anderen auch Charakter der FPÖ auch ein bisschen veranschaulichen, wenn man sich mal anschaut, wer denn da in der Regierung sitzt oder was für Leute da drin sitzen. Und da ist natürlich unser Lieblingsbeispiel mittlerweile die Sozialministerin, also mittlerweile ist gut, die hat das recht schnell geschafft. Die sitzt da zum Beispiel beim EU-Treffen in Lissabon und neben ihr ein griechischer Diplomat, nehme ich an, war das, der halt erzählt hat, dass zum Beispiel auch auf Rhodos, bevor die Deutschen gekommen sind, rund 2000 Juden gelebt haben, Juden und Jüdinnen gelebt haben und wie die Deutschen weg waren, noch 6. Und das Einzige, was der Sozialministerin dann eingefallen ist darauf, war die Frage, wohin ist denn der Rest gegangen? Man kann das jetzt auch noch an einem ganz jungen Beispiel erläutern. Vor 2 Wochen etwa wurde im Bundesland Niederösterreich ein neuer Landesparteivorsitzender der FPÖ gewählt. Ein gewisser Herr Windholz, der dann als quasi in seiner Antrittsrede den versammelten altgedienten Funktionären der FPÖ eigentlich danken wollte für ihren langen Einsatz und für die vielen Jahre, die sie eben für die FPÖ gearbeitet haben und so weiter. Und er hat das dann in die schöne Formel gebracht, unsere Ehre heißt Treue. Diese Aussagen sind ja nur die eine Seite der Medaille. Was ja wirklich das Bemerkenswerte ist und wo dann wirklich tatsächlich dieser postfaschistische und postnationalsozialistische Charakter Österreichs deutlich zutage tritt, ist ja vor allem die Reaktion darauf, oder besser gesagt die Nichtreaktion darauf, die stattfindet. Also diese Geschichte da mit den Juden auf Rhodos war irgendwie eine kleine Meldung, einmal in einer Zeitung, ist nicht weiter aufgegriffen worden. Die Sendung gestaltete Robert Zöchling. Musik, Ausschnitte aus dem Stück Die Hard von Christoph Kurzmann, gespielt vom Orchester 33,5, erhältlich auf der CD Maschine brennt des Orchesters 33,5, erschienen bei Charisma. In der Zeitschrift Kontext 21 sind bislang folgende Artikel zum Thema erschienen. Von Florian Markel, Nationaler Schulterschluss beim Österreich-Gespräch in Ausgabe 2 2000, sowie Modell Wien, Avantgarde der Vernichtung in Ausgabe 5 2000. Von Stefan Griegert, ein Beitrag zu redaktionellen Stellungnahmen unter dem Titel Österreich, wir, ein Land kommt zu sich, wie kommen wir dazu, in Ausgabe 6 1999. Ein Themenschwerpunkt zur aktuellen politischen Situation in Österreich, zu Protest, Widerstand, Zivilgesellschaft und Gesellschaftskritik, mit Beiträgen von Jürgen Didinski, Stefan Griegert, Tina Leisch, Roland Atzmüller, Robert Zöchling, Dieter Schrage und Alexander Schürmann-Emanueli findet sich in Ausgabe 3 bis 4 2000 von Kontext 21. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.